Und bei uns ist Jörg Meuthen, der andere Vorsitzende der Partei, Co-Bundessprecher, ist ja der offizielle Name, Herr Meuthen. Der Parteitag wartet noch freundlicherweise mit dem Beginn, bevor wir mit unserem Interview durch sind. Ich hoffe es. Herr Meuthen, haben Sie für diesen Parteitag hier ein gutes Gefühl? Ich bin froh, dass wir einen Parteitag haben, auf dem wir inhaltlich arbeiten können. Das ist in der Tat ein gutes Gefühl, weil das ist eigentlich das, warum man Politik macht. Gewisse Sorgen hat man wegen der Corona-Problematik und der Hygienesituation, aber ich denke, dass wir haben das so akribisch und gut vorbereitet, dass das glatt gehen wird. Ich bin jetzt auch einmal quer durch die Halle. Die Leute halten sich an die Regeln und bin zuversichtlich, dass auch das gelingt. Da sind Sie sicher, dass Sie sich an die Regeln halten? Sie haben mir gesagt, wer sich nicht dran hält, fliegt raus. Schmeißen Sie die persönlich raus? Nein, das ist nicht meine Aufgabe, das persönlich zu machen. Ich werde auch am Podium sitzen. Aber wir müssen diese Regeln einhalten und diese Regeln haben ja auch ihren Sinn. Wenn man in einer solchen Zeit, und wir leben in Zeiten einer Pandemie, einen Präsenzparteitag macht, dann setzt einen das in eine besondere Verantwortung. Und wir wollen der Republik auch zeigen, dass das geht. Wenn man diszipliniert arbeitet, dann müssen auch alle diszipliniert sein und das werden wir strikt einfordern. Zu diesem Präsenzparteitag gehören Programminhalte. Unter anderem wollen Sie sich ja jetzt ein renten- und sozialpolitisches Konzept geben. Sie haben da ja eines vorgeschlagen. Ich würde es mal eher wirtschaftsliberal nennen, da gehört auch ein Grundeinkommen dazu. Das wird jetzt allerdings in der Partei massiv kritisiert, auch von Ihrem Co-Sprecher Tino Chrupalla. Rechnen Sie denn mit einer Niederlage Ihrer Position hier? Es gibt ja einen Kompromiss im Leitantrag, aber dass dieser Leitantrag am Ende oder der Beschluss so ausfällt, dass Sie damit nicht zufrieden sein können? Nein, ich trage den Leitantrag mit. Der ist die Basis der Diskussion. Diese Diskussion werden wir engagiert führen. Da wird es kontroverse Positionen geben. Ich gehe davon aus, dass wir den Leitantrag mit hoher Wahrscheinlichkeit durchkommen. Es gibt daneben interessante weitere Anträge. Sie sprachen das mit dem Staatsbürgergeld oder Grundeinkommen an, was im Kern eine negative Einkommensteuerkonzeption ist. Ich trage das ausdrücklich mit. Herr Springer hat das erarbeitet. Ich war in engem Kontakt mit ihm. Das ist ein Thema, das ich auch in der Wissenschaft früher schon bearbeitet habe. Halte das für eine sehr sinnvolle sozialpolitische Alternative. Und das werden wir auch kontrovers diskutieren. Dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Das entscheidet kein Jörg Meuthen oder kein Tino Chrupalla. Das entscheidet ein Parteitag im Ganzen. Übrigens trägt Herr Chrupalla das ja mit, dieses Staatsbürgergeld. Der ist ja auch Antragsteller mit. Also da sind auf jeden Fall Kompromisse nötig, aber Kompromisse sind ja in Ihrer Partei auch nicht immer so beliebt. Man will ja immer so seine Position durchsetzen. Glauben Sie denn, dass das alles nochmal aufgetrennt wird, dass die Frage, wie jetzt die Rentenkonzeption der AfD aussehen wird, nochmal neu diskutiert wird? Sie haben im nächsten Jahr ja wieder einen Parteitag, dann vor der Bundestagswahl. Ja, also es gehört zum Wesen der Politik, dass man Kompromisse schließt. Es gehört auch zum Wesen der Politik, dass man versucht, seine Positionen durchzubringen oder möglichst viel davon in einem Kompromiss. Und ich kann sagen, dass der Leitantrag da insoweit wirklich einen Kompromiss abbildet. Also wir haben da sehr gerungen. Das war insbesondere ein Ring zwischen Albrecht Glaser und mir. Wir haben uns auch mal tüchtig gestritten, aber wir haben noch immer wieder zueinander gefunden und anschließend die Hand gegeben. Und letztlich haben wir mit großer Mehrheit in der Bundesprogrammkommission diesen Leitantrag beschlossen. Der ist jetzt die Basis der Diskussion. Nichts geht so in Parteitag, kommt so aus dem Parteitag raus, wie es reingegangen ist. Es wird noch gewisse Veränderungen geben. Aber ich glaube schon, dass sich die Partei am Ende hinter dem Leitantrag wird scharen können. Teile Ihrer Partei gehen mit dem Parteivorsitzenden Jörg Meuthen nicht gerade sehr freundlich und schonend um. Da gibt es einen Antrag des Kreisverbandes Freiburg. Da wird Ihnen und Ihren Mitstreitern spalterisches Gebaren vorgeworfen. Geht möglicherweise auch um den Rauswurf von Andreas Kalbitz. Und es soll sozusagen festgestellt werden, dass das kausal verantwortlich ist für den Umsturz in den oder den Niedergang, den Sturz in den Wählerumfragen. Wenn es jetzt nicht eine ganz klare Mehrheit gegen diesen Antrag auf dem Parteitag gibt, müssten Sie ja eigentlich zurücktreten. Eine klare Mehrheit gegen den Leitantrag? Nein, ich meine den Antrag des Kreisverbandes Freiburg. Herr Kehler, ehrlich, der stammt von Dubravko Mandic. Und ich pflege Herrn Mandic nicht wirklich ernst zu nehmen. Herr Mandic hat sich so viel zu Schulden kommen lassen, dass nicht zufällig Parteiordnungsmaßnahmen gegen ihn laufen. Ich glaube nun nicht, dass das eine große Relevanz hat. Und wenn mich das in Hitze
setzen sollte, dann müsste ich eigentlich ins politische Abklingbecken. Dass es auch Missfallenskundgebungen geben kann gegen mich, halte ich für einen völlig normalen Vorgang. Wir haben hier unterschiedliche Positionen. Sie sprachen die Causa Kalbitz an. Das haben viele für notwendig gehalten. Und ich glaube, eine Mehrheit findet es richtig. Aber fliegt Ihnen der noch um die Ohren, dieser Rauswurf von Kalbitz? Es gibt Leute, die sind darüber ganz empört. Und das dürfen sie auch sein. Aber man muss dann irgendwo auch mal eine klare Linie zeigen. Das haben wir da gemacht. Und ich denke nicht, dass mir das um die Ohren fliegt. Einstweilen ist es so, dass wir da reingegangen sind. Die Annullierung hat ja stattgefunden und sieht nun überhaupt nicht so aus, als käme Herr Kalbitz wieder rein. Ich glaube, das ist einfach eine Geschichte, die mittlerweile Vergangenheit ist. Allerdings das Thema ist noch durch. Gerichtsanhängig, das werden wir sehen. Gut, alles andere werden wir auch sehen. Soweit genau. Jörg Meuthen im Phoenix-Interview. Danke, dass Sie da waren. Der Parteitag wird jetzt auch gleich beginnen, sobald der Vorsitzende vom Phoenix-Set am Rednerpult bzw. am Präsidiumstisch Platz nimmt. Vielen Dank. Dankeschön.